Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Easy Kocht. Heute habe ich ein leckeres Spargelgericht gemacht aus dem Ofen mit zartem Hühnerbrustfleisch. Geht total einfach, ist schnell fertig, hat vielleicht eine gute halbe Stunde gedauert. Gesund, saftig und sehr, sehr köstlich. Wenn ihr Lust habt, bleibt dran und ich zeige euch gleich in der Küche, wie ich das gemacht habe. Den Spargel habe ich geschält und die Enden abgeschnitten. Der kommt jetzt in diese Auflaufform rein. Dann kommen die Tomaten drüber. Dann noch ein paar tiefgekühlte Spinatwürfel. Dann noch Knoblauch. Gut würzen das Ganze. Ein bisschen Zitronensaft gebe ich noch rein. Und Olivenöl. Zum Schluss gebe ich noch ein bisschen Feta-Käse drüber und dann wandert das Ganze in den Backofen. Zwischenzeit, während der Spargel im Ofen ist, habe ich mir hier ein paar schöne Hühnerfiletstücke genommen und habe mir eine Gewürzmischung gemacht. Die würze ich jetzt und zwar ist das Paprikapulver, Vegetar, Salz, Petersilie, Knoblauch und Chili. Das wird jetzt gut eingewürzt von mir. Ihr könnt natürlich jedes andere Fleisch verwenden oder das Fleisch komplett weglassen, ganz wie ihr wollt. Schweinsmedaillons passen auch sehr gut zu Spargel. Das ist halt Geschmackssache. Ich nehme heute Hühnerfleisch. So, schön einmassieren. Jetzt wird das Fleisch in einer Pfanne von beiden Seiten dick angebraten. Ich habe das jetzt nach 15 Minuten rausgeholt und werde jetzt den Spinat ein bisschen verteilen, damit das auch alles schön durch wird und dann kommt es nochmal in den Ofen. Das war jetzt eine halbe Stunde im Ofen bei so 180 bis 200 Grad, das kommt auf euren Ofen drauf an. Ich habe dann eine Stichprobe gemacht, ob der Spargel richtig schön durch ist, das hat super funktioniert. Ich gebe jetzt einfach diese Hühnerstücke da drauf und schon ist ein leichtes, gesundes, köstliches Gericht fertig. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, mein Video und meine Rezeptidee hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen.